Herzlich willkommen zurück zu dem Special Bowser Cup auf dem 150er. Letzten Part hatte ich ja schon angekündigt, wie sehr ich mich hier auch freue. Es ist gut im Voraus zu wissen, dass man jetzt ungefähr eine Stunde hier Mario Kart spielen wird. Also denselben Cup. Wobei, es ist eigentlich nicht gut zu wissen. Vielleicht habe ich auch Glück. Vielleicht habe ich auch Glück und gewinne sofort alle Cups. Alle Cups, Strecken, genau, Strecken. Also Strecken will ich nicht sagen, ich will alle Rennen, genau. Oh, cool. Standbild wieder. Super. Auch wenn sich mir der Grund nicht erschließt, warum sie jetzt abgebremst haben und auf mich gewartet haben, aber ich nehme eure Angebote gern an. Ernsthaft, macht das öfter. Vor allem der erste Platz, wenn er zu viel Abstand hat. Das finde ich ganz korrekt. Ja, diese Kurve. Ich sehe es schon kommen. Ich die ganze Zeit wegen dieser Kurve verlieren werde. Oh, die habe ich jetzt gut genommen, aber die meine ich auch nicht. Ich meine die hier. Die gleich kommt. Nach. Genau hier, die. Ich kapiere die Kurve nicht. Das ist so ein bisschen mein Problem. Aber man muss auf jeden Fall von weiter außen. Das klang gerade wie Bowser Junior. Oder wie Baby Bowser. Irgendwie Baby Bowser, oder? Man muss halt natürlich unterscheiden. Ja, letzter. Aber das ist mir jetzt egal. Man sieht dann gleich, wie ich Erster geworden bin. Für mich selbst ist es erst eine Stunde, aber ihr seht es jetzt gleich. Ja! Ich sag's wieder, ich habe jetzt selbst jetzt gespielt. Aber es ist mir egal. Ich habe wieder trotzdem 12 Minuten gebraucht. Man müsste das sehen, wie ich in der letzten Kurve die ganze Zeit diesen Save-State-Knopf hämmer. Also, es ist nicht wirklich so, aber Kurve, fliege aus der Kurve oder was auch immer passiert. Neuladen. Es ging jetzt schon so um die 20 Mal. Aber es ist echt nicht einfach. Naja, Runde 2. Vielleicht habe ich diesmal mehr Glück. Ich muss erstmal wieder in die Strecke reinkommen. Ah, das war doch die Strecke. Wo ich trotz immenser Abkürzung. Also trotz immens starker Abkürzung. Nicht wirklich was gebacken bekomme. Außer dieses komische Kuchen-Item. Was auch richtig sinnlos und nervig ist. Ach, das ist schon wieder diese Kurve. Das gibt's doch nicht. Also, das gibt's doch nicht, warum nutzen die zweimal die. Ich weiß, das ist immer so, aber trotzdem. Ich check gar nichts. Ich check ernsthaft gar nichts. Achso, das ist schon alles hier zu. Ich glaube eigentlich kaum bis gar nicht dran, dass es hier noch was wird, aber. Wo muss. Es ist so bitter, wenn man sich jetzt fragt, wo man überhaupt lang muss.
Oh, diesmal hat die Kurve sogar ja im Ansatz geklappt. Sobald ich kapiert habe, dass man da abbiegen muss, habe ich vielleicht eine reelle Chance, das Ganze zu gewinnen. Ah, wenn mir sowas passiert. Ja, der. Warum wurde die Musik auf einmal leise? Hier muss man im Drift bleiben. Und hier ein bisschen abbremsen. Dann kann das was werden. Naja. Vierter Platz noch. Wir sehen uns, wenn ich jetzt den ersten gemacht habe. Ich spiele wieder mit Self-States. Naja, bis gleich. Ja, danke. Halbe Stunde geht das fast. 26 Minuten und eine halbe Sekunde ungefähr. Ah, jetzt geht's in Runde 3 und bitte. Bitte lass mich beim ersten Versuch gewinnen. Ich weiß zwar, dass es nicht so passieren wird. Ach man. Ernsthaft, dieser Bowser Cup ist schon krass. Ist schon krass. Lädst du? Ja. Nächste Runde, Runde 3. Ich hoffe mal, dass ich die Geschwindigkeit des Spiels noch stabilisiert. Jo, scheint schon wieder gut zu laufen. Wie man sehen kann. Diesmal wieder vorwärts, also eine Vorwärtsstrecke. Oh, jetzt habe ich mal euer Item. Ja. Dem Item, dem ich eigentlich fast alles mit zu verdanken habe, wenn ich verliere. Zack. Zack. Schön drei Leute geholt. Ich war gerade zu gierig. Ich war zu gierig auf das Item. So. Normalerweise würde ich jetzt hier ein Safe Set machen. Aber ich möchte die Strecke das erste Mal noch normal spielen. Also jetzt hätte ich schon lange kein Safe Set mehr gemacht, sondern schon zurückgesetzt. Aber ich möchte die Strecke das erste Mal normal spielen. Und dann beim zweiten Mal ein Safe Set. Es gibt halt diesen Punkt, wo es dann sinnlos wird. Ich würde nach einer Stunde bestimmt jetzt, also ich würde jetzt noch im ersten Rennen sitzen, denke ich. Bremst bitte wieder ab, das habt ihr letztes Mal schon so schön gemacht. Bitte. Oh, sie machen es. Aber ihr gebt dann wieder Gas, nice. Oh, sie haben anscheinend wieder abgebremst. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, aber sie waren auf einmal vor mir. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Vor allem, wenn dieses Abbremsen nur passiert, wenn alle auf einem Haufen sind. Ja, kann ich vergessen, aber. Wenn einer ganz weit vorne ist, dann bremst er nicht ab. Runde 3 ist das, ne? Ja. Ja. Bis gleich halt. Was zur Hölle war das? Ich glaube, letztes Mal war der Part an der Stelle vorbei. Also der Wario Cup. Naja. Bis gleich. Oh mein Gott. Ich habe es wirklich fast geschafft. Ich hätte
ich habe eigentlich mit länger gerechnet, aber weil ich dann halt diese Ausnahme mit Safe States gemacht habe. Habe ich natürlich jetzt nicht so lange gebraucht, ich denke, ich würde jetzt am zweiten Rennen höchstens sitzen. Am zweiten. Höchstens. Vielleicht noch am ersten? Am dritten oder so auf keinen Fall. Aber vielleicht wird es ja diesmal was beim ersten Versuch. Ich könnte es mir vorstellen, das ist sogar noch meine Lieblingsversion. Es passt nicht gut zu der Strecke, es passt nicht gut bei dieser Strecke irgendwas als Lieblingsteil oder was auch immer zu empfinden. Die Strecke einfach im Gesamtpaket total nervig ist. Sie mag ganz gut aussehen, okay. Weil der Schein trügt. Peach, bitte. Es ist einfach richtig verkrampfend. Der Krampf löst sich erst, wenn ich das Ganze hier gewonnen habe. Ja, das kann man als ziemlich gute Metapher sehen. Der Krampf löst sich, wenn ich diesen Bowser Cup geschafft habe. Aber das wird jetzt nächstes Mal wieder mit Safe States arbeiten. Ja. Schon alleine diese letzte Kurve. Naja. Jupp. Wir sehen uns gleich. So geht's, genau so geht's. Nice. Unter einer Stunde. Krass, krass, unter einer Stunde. Oh. Castle Empower. Schön gesagt. Es ging auf jeden Fall unter eine Stunde. Es ging sogar 48 Minuten und 40 Sekunden. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Dann gibt es einen Regenbogen-Cup. Der letzte Cup wahrscheinlich. Also, tschüss.